Ja, hier stehe ich noch bei Next Move heute Morgen. Aber wir beamen uns jetzt hier gleich weg zu einer neuen Location, neue Wege hier auf dem Schrägkanal. Bleib dran. Nee, heute bin ich erstmal altmodisch mit Bus und Bahn unterwegs. Ja, heute mal Flixbus gefahren. Und wo sind wir? Ah, hier, erkennt ihr dieses Auto? Ja, und da ist der Christian. Uah, ja, wir reden gleich. So, jetzt sitzen wir in dem White Tesla vom Christian. Neue Autovermietung, whitetesla.com. White-Tesla.com. In Konstanz und Umgebung. Oder könnt ihr von was weiß ich woher fahren, das ist ja egal. Oder von Stuttgart. Ja, von Stuttgart, ne? Und ihr kriegt im Moment 20% Rabatt auf die erste Buchung. Genau. Boah, cool. Aber leider ist der Monat schon voll. Ja. Aber ab 13. Januar gibt es wieder freie Termine. Genau. Warum ist der voll? Weil ich das Auto jetzt gleich mitnehme und dann ist er nicht mehr da, ne? Über Weihnachten, Weihnachtsgeschenk sozusagen. Genau. Und dann haben wir ja das große Event am 11. ist das, ne? Wir wissen immer nicht, wann es ist. Samstag, der 11. Januar 2020. Wie viel Uhr machen wir? Wissen wir noch nicht. Müssen wir noch ausmachen. Entweder unten er muss schon noch ausschlafen. Schreiben oder ja, schon früher morgens. So, ne? So, gut, ich fahre 2 Stunden her, aber boah, so ab 10 so größenordnungsmäßig. Wir müssen passt nachher überlegen, wo es sein könnte. Dass, nicht so, dass man nicht in die Stadt reinfahren muss, doch ein bisschen Platz hat. Ich habe eine Idee, aber vielleicht hast du auch Ideen. Ich habe schon Ideen. Das klären wir schon. Ja. Gut, jetzt ist aber so, wir haben uns vor 2 Wochen... Ist gar nicht so lange her. Am Supercharger, nein, nicht am Supercharger, am Service Center in Stuttgart doch getroffen, weil wir hier noch ein paar Sachen hatten. In dem Auto waren eher kosmetische Dinge, vieles wurde ja auch behoben. Ja, aber du hast Neuigkeiten, weil du hast mit dem Auto ja durchaus auch ein paar Probleme, da das ja mit der Abwicklung nicht so super toll gepasst hat. Genau, weil ich ja am Tag vor der Zulassung nachmittags angerufen wurde und mir sagte, dass das Auto ja einen Vorbesitzer hätte. Also schon mal zugelassen war. Es war zwar kurz nur, ne? Also es ist kaum nicht gefahren worden, sondern der hat es halt gesehen und hat gesagt, nein, das will ich nicht. Hm. Und das habe ich nachher erfahren, weil die sich daran erinnern konnten. Ja, und jetzt habe ich vom wie heißt das, Bundesumwelt... Ja, Bundesumweltamt oder, ja, weiß nicht, wo es... Ja, also auf jeden Fall die Förderung für Elektrofahrzeuge. Habe ich jetzt einen Bescheid bekommen. Ich war in der ersten Stufe, war ich berechtigt und jetzt haben sie aber gesagt, nein, das Auto darf nicht tageszugelassen sein oder überhaupt zugelassen sein, auch nicht kurzzeitig, dann entfällt leider der Bonus. Ich dachte, da wäre so eine Klausel drin, so und so lang dürfte es doch oder was weiß ich. Ja, ich habe jetzt den gestern bekommen, ich habe noch gar keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn, die wissen ja Bescheid eigentlich. Eigentlich geht man davon aus, die müssten Bescheid wissen. Kann natürlich wieder sein, wie bei allen Behörden, man muss dann wieder Einspruch einlegen und dann vielleicht doch und so weiter, aber. Der entsprechende Paragraph steht drin und, ja, also Tageszulassungen sind ausgenommen. Und ich weiß auch jetzt von Österreich, dass sie in Österreich die Wagen nicht mehr als Neufahrzeuge verkaufen. Genau aus dem Grund. In Deutschland schien es aber noch... ist das dann bei allen sofort verfügbaren Teslas so? Ja, ich habe ja ein Neufahrzeug gekauft. Ich wusste ja gar nicht bis zum Tag der Zulassung, dass ich da schon Vorbesitzer habe. Also eigentlich hast du ja konfiguriert und hat er dir gesagt, hier, ich habe aber auch sofort welche verfügbar. Stand ja nicht dran, was mit denen ist und hast du einen von denen ausgewählt? Da stand einfach Neufahrzeug, sofort verfügbar. Ich glaube sogar, na, ich weiß nicht, ob der Standort dabei stand. Und dann stand da einfach 19 Kilometer. Und dann gehe ich ja sowieso davon aus, dass es neu. Neufahrzeug. In dem Sinne war ja bei dir jetzt auch eigentlich neu, weil nicht gefahren. Aber dummerweise hat es jemand anders eigentlich bestellt. Auf den war es auch zugelassen. Ist dann aber wieder abgemeldet worden eigentlich, in auch relativ kurzem Zeitraum. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es abgemeldet wurde im Fahrzeugbrief oder dem Zulassungsteil 2 oder wie der heißt. Stand einfach der andere Besitzer drin und da war jetzt auch nicht abgemeldet. Der hatte halt keinen Nummernschilder, als ich gekommen bin. Ja, wir haben gerade ein bisschen Sonneneinstrahlung. Dafür. Parkkarten. Parkkarten vom Papa.
Seht ihr uns nicht mehr so gut. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, also meinst du, der war die ganze Zeit noch eingetragen, der war gar nicht abgemeldet sozusagen. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil... Also einen Monat habe ich auf jeden Fall weniger Garantie. Auch noch? Ja, weil der im September schon zugelassen wurde und ich habe ihn im Oktober zugelassen. Und kein Free Supercharging. Und kein Free Supercharging. Weil wir keinen Referral-Code. Das hat auch nicht hingehauen. Obwohl, das kann man auch, glaube ich, nochmal reklamieren, aber es ist echt immer die Frage, wo. Und wie lange es dauert. Ja, also das ist jetzt alles nicht so arg positiv gerade. Ja, kann aber, man so sehen, ja. Aber das Auto fährt super. Wollte sagen, ist also es entschädigt wieder. Schon. Das entschädigt schon. Wenn das Auto jetzt auch nicht funktionieren würde, wäre es was anderes. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Auto. Hast du noch Mängel? Nö. Ist ja mängelfrei. Genau. Kommen Updates, es funktionieren die Updates. Also ich habe ja nur einen Negativpunkt überhaupt im Auto. Der ist? Regensensor. Ja, das wird ja, wir haben schon wieder hier einen Hinweis auf ein neues Update. Womöglich ist das mit dem Regensensor. Werde ich dann euch zeigen. Genau, was ja auf jeden Fall Verbesserung ist, ist ja Stop-and-Go-Fahren hier mit Rekuperieren jetzt am Gaspedal, am Strompedal, am Spaßpedal. Das ist auf jeden Fall neu dazugekommen. Sonst sind ja eigentlich gar nicht so arg viel. Ne? Ja, aber das One-Pedal-Driving ist wirklich genial. Also. Und, aber bis zum Jahresende, das ist demnächst, warten wir eigentlich noch, dass der große Coup mit Autopilot, ich meine, du hast den Autopilot gar nicht, aber Schilderkennung, also ich bin ja noch weiter im Zweifel, ob hier Stoppschilder oder irgendwas, Ampeln irgendwie überhaupt erkannt werden, aber ich kann ja sein, ne? Ja, das ist schon ein bisschen nervig, weil natürlich die Daten, die er anzeigt, veraltet sind. Die Geschwindigkeitsbeschränkung allem, ne? Zeigt er ja an. Mhm. Und wenn du den Autopiloten startest, also nicht das Full-Self-Driving, sondern den Autopiloten, dann übernimmt er ja die Geschwindigkeit, die er da stehen hat. Und wenn ich durch eine 30-Zone fahre und er 50 da stehen hat, dann beschleunigt er halt mal eben. Also muss man immer ganz schnell wieder... Also hier ist zum Beispiel, ja. Wir uns befinden gerade eine 30-Zone, die hat er als 50er-Zone oder 40. Jetzt hat er 40 draus 40 gemacht. Drin. Und das stimmt einfach nicht. Ne? Mhm, okay. Ansonsten so, du hast aber mir schon erzählt, du hast da schon relativ vielen Leuten das Auto gezeigt. Also Interesse ist schon, oder? Ja, der letzte ist ein Coach hier aus Konstanz und der hat einen AMG Mercedes und war etwas perplex, dass das Auto dann doch so beschleunigt. Er sagte, der geht besser als mein AMG. Das ist ja auch die Performance-Version, ne? Ja, der Frank kann es ja jetzt nochmal vergleichen, weil du bist ja schon andere gefahren auch. Ja. Und du sagst ja mal, das wäre gar nicht so ein Unterschied. Meine Meinung, aber ich habe sie, wie gesagt, im falschen Verhältnis gehabt. Ich hatte dann ein Performance-Modell gefahren, das allererste. Und dann hatten sie aber das normale Modell ja auch ein bisschen verbessert. Und das war dann ziemlich ähnlich dem alten Performance. Und jetzt ist ja das Performance-Modell auch nochmal verbessert worden. Auch, ja, mit dem kann natürlich wieder anders sein, obwohl ich jetzt nicht so der immer ständig Vollstromgeber hier bin. Man merkt es natürlich schon. Also auch, ich bin ja mit dem Raven da vom Tesla Markus auch gefahren und ja, merkst es schon, aber du musst natürlich schon richtig drauf treten, dass du wirklich was wirklich merkst. Also das ist schon, dann merkst du wirklich den Unterschied. Also dazwischen sind die Autos im normalen Fahrbetrieb, hast du es gar nicht so, ne? Also mir ist es bisher einmal passiert, weil ich fahre eigentlich immer in der Performance-Variante, also im Sportmodus heißt es ja. Normale Modus beim Tesla, genau. Da war es so ein bisschen feucht und ich wollte auch aus so einer Einfahrt rausfahren und dann habe ich da mal kurz durchgetreten, weil ich habe auch noch ein anderes Auto mit 75 PS und da muss man immer voll durchtreten, damit es überhaupt irgendwie beschleunigt. Und da habe ich mich fast gedreht. Also da war ich froh über den Vierradantrieb, sonst auf der nassen Straße wäre er ausgebrochen. Und da ist der wirklich, der liegt super auf der Straße. Das hat mir auch der AMG-Fahrer bestätigt, der liegt super auf der Straße und man fühlt sich in jeder Situation immer sicher mit dem Auto. Das ist recht, das ist gut. Also ja klar, wenn du in der Kurve rausbeschleunigst, das denke ich ist schon so eine Grenzsituation. Ansonsten habe ich normalerweise es auch noch nie hingebracht bei den Teslas, dass die Räder durchdrehen. Also das der hat kurz einen Schlupf, also ich habe wirklich stark eingeschlagen, ja, weil ich halt abbiegen wollte und dann kam einer und ich dachte, ach komm, das schaffst du noch und hab durchgetreten. Und da habe ich schon gemerkt, dass er ein bisschen radiert. Aber das war Bruchteile von Sekunden. Das und ich habe doch Performance, ja. Ja, also beim Porsche wäre der Hintern weggegangen und er hätte sich einmal gedreht und wäre es in die andere Richtung gefahren. Oh Mann.
Cool. Was gibt's noch Neues hier in Konstanz? Ja, es ist wunderbares Wetter. Es ist immer schön am Bodensee. Dachte, es schneit. Ja, war noch nicht. Nein, wir haben Sonnenschein. Man sieht uns kaum, ne? Ja, eben. Wir wunderten uns ganz, dass jetzt sogar die Sonne nach rauskam. Ich hatte erst heute Morgen gedacht, es schneit. Erst gegen Nachmittag wieder ein bisschen schöner, aber war gar nicht. Und nicht mal Regen hatten wir. Ja. Cool, super. Ja, wir werden uns jetzt ein bisschen die Bäuche vollschlagen. Ja, wir laden noch ein bisschen. Genau, ich bin hier bei 62% rum. Und ich gucke dann auf der Rückfahrt nochmal, eventuell fahre ich nochmal an der Ionity, kann man nochmal Ladegeschwindigkeit, die schöne tolle Ladegeschwindigkeit hier von den Autos zeigen. Am Supercharger kriegt man das ja gar nicht, was maximal geht. Das kriegt es ja nur bei Ionity gerade. Ja, 149 habe ich gehabt. Ja, am Supercharger. Mhm. Ja, aber am Ionity solltest du mehr kriegen. Ja, brauchst du schon mal Ionity nicht geladen? Nee. Boah, ne. Muss man dummerweise bezahlen, ne? Ja, aber muss man zahlen. Auch bezahlen hier. Du bezahlst gerade überall. Darf ich euch mal einen Tipp geben, was ich bezahle? Also, das hat der AMG-Fahrer mich auch gefragt, weil ich habe hier, bitte nicht zurücksetzen. Ja. Ne? Ich habe bisher 700 Kilowattstunden gebraucht auf 3200 Kilometern. Das sind 22,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Genau, also wirklich kein niedriger Verbrauch. Und mit der Ladekarte, die ich habe, zahle ich ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Also sind wir hier bei 210 Euro für 3200 Kilometer. Hört sich doch nicht viel an. Ich zahle noch weniger. Ja, wenn du freilädst, zahlst du noch weniger. Genau. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen freigeladen. Ja. Du warst in Leonbergs letzte Mal laden, hast du für 11,22 Euro. Das war auf der Rückfahrt. Das hört sich immer viel an, ne? Hört sich richtig viel an, aber im Supercharger dann irgendwie, ne? Also ganz ehrlich, das sind ja so 30 Cent rum. Ja, aber 30 Cent. Aber 30 Cent pro eine Kilowattstunde und das sind 6 Euro auf 100 Kilometer. Also ganz ehrlich, für so ein Auto. Ne? Also wenn ich jetzt ein Auto mit 100 PS fahre, aber mit 500 PS ein Auto, das muss man halt schon dann auch so vergleichen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Porsche oder einen AMG Mercedes fahre, der schluckt halt auch seine 15 bis 20 Liter. Und dann zahlst du da ja einen Tank, das sind ja 120, 150 Euro, die du mal eben so rausbläst. Also Elektroauto fahren ist schon günstiger. Also in jedem Fall eigentlich. Außer du hast einen ganz sparsamen Diesel. Da haben wir leider immer noch keine Chance. Das ist ja das Dumme. Wegen Subvention und weil die Autos halt durchaus auch doch weniger dann verbrauchen und wenn man nicht so drauf drückt und so weiter. Aber das kann ja auch nicht sein, ne? Die Autos sollte es ja eigentlich gar nicht mehr geben. Ich meine, diese haben sicherlich auch noch, na, ich habe auch noch einen alten Diesel, ja, so ein Schummeldiesel. Ne? Ich frage mich nur immer, was da hinten rauskommt. Ne? Also ich fahre lieber, wenn ich dann auch mal Kurzstrecken fahre, mit dem Tesla, weil da weiß ich, da kommt nichts raus. Also hier lade ich 100% Ökostrom und förder noch die regenerativen Energien mit einem Cent Bezuschussung. Super. Also Christian, danke an dich, dass ich ja dein Auto mal einen Monat bekomme. Du total gern. Bist ja dann sowieso nicht da. Ich bin in Thailand. Ich fahre jetzt zurück und zeige euch noch ein bisschen was auf der Rückfahrt vom Laden, von der Gegend, nee, vom Auto. Ja, super. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder, bin ich dann hoffentlich ein bisschen gebräunt. Ich habe gerade geschaut, so zwischen 24 und 42 Grad sind dort, wo ich hingehe. Ja, also sind die Nachttemperaturen 24. Gut, super. Also. Macht's gut. Tschüss. Hey, ich komme ja wieder. So, wir laden hier noch ein bisschen und dann haben wir 80% und dann geht's irgendwie heimwärts. Da fahren wir jetzt nach Hause bzw. nach Sulzföhringen und ich teste hier schon mal den neuen Autopiloten und ihr seht, schöne Gegend hier, ne? Sonnenuntergang. Ja, das sind jetzt die nächsten Abenteuer mit diesem weißen White Tesla Model 3 Performance. Seid gespannt, was ich hier für neue Videos bringe. Und wir haben schon wieder ein Update in der Pipeline. Haha. Hey, zu schnell gefahren. Und wir haben Elefantenrennen. Ja, ich glaube, ich muss doch noch mal in Sulzföhringen zwischenladen. Das sollte er mir eigentlich hier mal irgendwann jetzt anbieten, bevor ich da mit 0% ankomme. Im Moment würde ich mit 5% ankommen. Hab versucht, die Höchstgeschwindigkeit mal zu testen,
War allerdings nicht möglich, keine freie Fahrt. Aber ihr seht es hier an den Verbrauchswerten. Ja. ...220 habe ich, glaube ich, geschafft. Mehr ging nicht. Leider keine freie Strecke hier. Okay, wir fahren nach Sulzföhringen und wir werden auch vorklimatisiert hier, vorkonditioniert. Das ist cool. Also werden wir eine gute Ladeleistung bekommen am Supercharger. Optimale Akku-Klimatisierung und zack, springt er gleich hoch auf 120 kW. Sehr schön. Da muss noch ein bisschen mehr drin sein, weil 40% State of Charge ist ja fast ideal. Na, komm, 128. Ja, 130 schaffst du auch, oder? Ja. Ja, ist schon wieder echt cool, Tesla zu fahren. Und auch Performance-Modell hier. Model 3. Ja, bisschen schnell gefahren, deshalb muss ich auch jetzt definitiv hier ein bisschen nachladen. Natürlich nur ein paar Minuten eigentlich, kommen dann doch noch gut nach Hause und kann ja dort auch laden. Was ist mir als erstes aufgefallen? One Pedal Driving ist echt cool. Ich komme ja vom Nissan Leaf mit E-Pedal. Kein Unterschied, also Tesla kann das jetzt auch. Hat echt gefehlt, sehr schön. Und Performance-Modell rockt natürlich schon, ja. Das zieht schon gut durch, muss man ehrlich sagen. Ich habe dunkle Erinnerungen an mein normales. Ja, es kann ein bisschen mehr. Ja, es kann ein bisschen mehr, gebe ich ja zu. Ja. Braucht man das? Will man das? Mir reicht, glaube ich, das Nicht-Performance-Modell. Aber ein Performance-Modell mal zu fahren im Monat ist schon cool. Jo. Echt zu früh gefreut hier. Guck, da geht die Ladeleistung schon wieder runter. Ist ja echt schade. Kannst mal kurz Peak sehen hier und... Jetzt nimmt es schon wieder ab. Ja, ist wohl doch zu viel noch drin im Akku. Ansonsten sieht das Auto natürlich genau gleich aus zu meinem Model 3, was ich vorher hatte. Ja, weiße Model 3 sehen irgendwie gleich aus. Bis auf was? Ja, hier die Performance-Bremssättel. Die sind natürlich jetzt hier neu. Es wird früh dunkel. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier nicht so viel los. Sulzföhringen. Supercharger, aber weiß nicht, wo da die Ausbaureserve ist, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Soll mal schauen, wenn man hier erweitern soll, wo soll da erweitert werden? Entweder da weiter hinten oder hier drüben. Da fahren aber immer die LKWs durch, das ist nicht so schön. Ja, es ist einer der wenigen Supercharger, die irgendwie noch keinen Ausbauplan haben. Sind aber alle umgerüstet schon auf CCS. Ich habe auch einen neuen Keyfob hier und den habe ich auch installiert. Einmal drücken, abschließen, genau. Ich habe mein Handy nicht verbunden, habe aber den Fob hier in der Hand und auch eine Karte und es geht auf. Das ist nämlich die neue Generation vom Keyfob. Ist der eigentlich, woran man das erkennt, dass das die neue Generation ist? Ha, weiß das jemand? An der Beschriftung hier unten, ja, die sieht man jetzt gar nicht. In meinem alten Video hatte ich nämlich nur den, der kein passives Einsteigen ermöglicht hat, also der nicht funkt. Und der hatte unten Model 3 dran stehen. Und dieser hier hat sinnigerweise Model 4 dran stehen. Nee, der hat sinnigerweise Tesla dran stehen. Also gut, es gibt Model X, Model S, Model 3 und Tesla. Und der Tesla ist der fürs Model 3, der auch funkt. Ja. So viel kann ich nur sagen dazu. Na, das sackt jetzt ab, das reicht mir, glaube ich. Ja, ich komme mit 35% zu Hause an. Das reicht. Okay, würde ich mal sagen. Beenden wir die Sache hier und fahren heim. Mist hier. Um Sindelfingen rum ist immer Stau. Man kann es nicht vermeiden. Aber das Stop-and-Go-Fahren funktioniert mit dem Model 3 hier echt super. Okay, man muss ab und zu mal am Lenkrad rütteln. Aber ansonsten, das ist wirklich eine Sache, die richtig gut funktioniert. Da könnten wir jetzt glatt einen Kinofilm gucken, wenn es schon erlaubt wäre. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen und irgendwie heute noch nach Hause kommen. Es wird auf jeden Fall duschen da in der Gegend hier.
Boah, Wahnsinn, doch nochmal geschafft heute. Und ich wollte euch nur kurz zeigen, mein eigentlicher Verbrauch hier so irgendwie was von 21. Jo, super. Also, jetzt geht's los. Neue Videos mit dem Tesla Model 3. White Tesla Performance. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.